Im Vorjahr haben mehr als 84.000 Patientinnen und Patienten die Ambulanzen des Landeskrankenhauses Rohrbach aufgesucht. Etwa ein Drittel von ihnen waren unfallchirurgische Patienten. Fast 2.500 haben einen stationären Aufenthalt auf der Unfallchirurgie in Anspruch genommen, auf einer Abteilung, die ein umfassendes Leistungsspektrum bietet. Ja, neben der Behandlung von die frischen Unfallverletzungen bei Erwachsenen und Kindern haben wir natürlich viele Sportverletzungen. Und weil wir hier keine Orthopädie in der Nähe haben, operieren wir auch sehr viele Gelenksprothesen in der Hüfte und im Kniegelenk. Eine moderne und individuell durchführbare Diagnostik sowie die Neu- und Weiterentwicklung zahlreicher Operationsmethoden garantieren den Patienten und Patientinnen der Region eine Versorgung auf höchstem und neuestem medizinischen Stand. Im Bereich der Kreuzbandoperation nach dem All-Inside-Verfahren gehört Primar Winkler zu den erfahrensten Ärzten Österreichs. Da haben wir hier so ein Röntgenbild mit dieser All-Inside-Methode. Der Vorteil ist, dass wir nicht von außen reinbohren müssen, sondern mit speziellen Bohrern von innen diese Bohrkanäle machen und das Kreuzband dann durch die Arthroskopie-Inzisionen eingezogen wird und füllt dann den Knochenkanal aus. Und das gibt schon sehr viele Vorteile in der Rehabilitation nach der Operation. Viele Gelenksoperationen werden arthroskopisch durchgeführt, was für die Patienten enorme Vorteile mit sich bringt und ihnen auffällige Narben, Schmerzen und langwierige Heilungsprozesse erspart. Ja, dass wir die Gelenkskapsel nicht eröffnen müssen und dadurch keine Narbenbildung produzieren, ist ein Vorteil in der postoperativen Beweglichkeit. Auch die Schmerzen sind deutlich weniger postoperativ. Und die Übersicht für einen Operateur, wenn man die Technik beherrscht, ist natürlich besser als wie früher, wo man versucht hat, kleine Schnitte und doch offen zu operieren. Die Physiotherapie ist ein wichtiger Baustein in der Behandlung der Patientinnen und Patienten, sowohl im stationären Bereich als auch in der ambulanten Nachbehandlung.